Also an sich, die Alanus Hochschule hat sich ursprünglich gegründet aus einer Künstlergruppe, die halt hier zusammengekommen ist am Johanneshof, die sich eben diesen Bauernhof ausgesucht haben, um da zu arbeiten. Und das Ganze hat sich dann immer weiterentwickelt, bis es dann eben zu einer Kunsthochschule geworden ist. Ich bin Dan Ulrich, bin 14 Jahre alt und komme aus Hessen, Wetteraukreis. Ja, also wir sind hier an der Alanus Hochschule für Kunst und da haben wir eben gerade in so einem Raum uns zu dem Alphabet bewegt, zum Beispiel A und sowas halt. So mit der Körpersprache haben wir zum Alphabet ja, ausgeredet damit. Ja, also so kurz gesagt würde ich sagen, das Besondere an der Eurythmie ist, dass man nicht einfach zur Musik tanzt oder irgendwie schön sich bewegt, sondern dass man das tanzt, was einem in der Musik bewegt und was einem die Musik sagt. Und wir tanzen auch zur Sprache. Und da ist es eigentlich genau dasselbe, dass ich meine Beziehung zum Gedicht, zum Text in Bewegung zeige. Also ich spreche quasi mit dem ganzen Körper als Tänzer. Die Idee ist eigentlich, dass man durch den Umgang mit Kunst und durch künstlerische Prozesse sich selbst schult und eigentlich mehr zu sich kommt und halt als Mensch einfach weiterkommt durch die Kunst. Man kann hier die verschiedenen Künste studieren, Bildhauerei, Malerei, Architektur, Schauspiel, Eurythmie und eben BWL jetzt auch. Und der BWL-Studiengang steht eben unter diesem Motto Wirtschaft neu denken. Es gab mal diesen Künstler, Joseph Beuys, der den Begriff der sozialen Plastik geprägt hat. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass jede Aktion und mit jeder Handlungsweise, die ich mache, ist der Mensch kreativ tätig und gestaltet mit. Gestaltet die Welt mit, gestaltet die große soziale Plastik mit. Und wenn man sozusagen Wirtschaft oder irgendeine Sache im Leben isoliert betrachtet von der Kunst, dann kann man das schon machen, aber man muss sich immer bewusst sein, dass die Kunst oder das Wissen über die künstlerischen Prozesse und die Kreativität einem sozusagen die Fähigkeiten gibt, zu verstehen, was passiert und zu wissen, okay, so wie ich handle, ist es richtig, auch wenn ich vielleicht nicht ganz absehen kann, was in Zukunft passiert. Und das ist genau ein Problem in unserer heutigen Wirtschaft vielleicht. Ja, der Studiengang selbst, Bachelorstudiengang, der ist ganz interessant, ist also etwas anders, als man das sonst kennt. Wir haben also zum einen die Verbindung von Theorie und Praxis, also dass wir also über die reine Wissensvermittlung im BWL hinausgehen, versuchen den Horizont etwas zu erweitern, zu öffnen, um dann das Ganze auch kritisch reflektieren zu können. Besonders interessiert mich so diese Atomphysik, weil eigentlich alles daraus besteht. Deswegen interessiere ich mich so aus den Zusammensetzungen, zum Beispiel in Chemie, mit den Materialien, Metallen und so, wie sich zusammensetzen. Das finde ich irgendwie interessant, so das zu wissen.